Recht herzlichen Dank. Vielleicht mache ich mal eine andere Einführung. Das Dramatische an der ZFP ist ja oftmals, dass viele, die ZFP nicht kennen, sie ein Stück weit als vielleicht nicht so wichtig, als Kostenfaktor oder manche sogar langweilig finden. Und die ZFP hat mit diesem Klischee oftmals zu kämpfen. Ja. Und so richtig in Fahrt oder aufs Tableau kommen die Themen leider erst dann, wenn Unfälle passieren. Und dann entstehen auch immer die meisten Fortschritte in der ZFP und auch die größten Lernfaktoren, würde ich sagen. Und der Mensch ist leider so gestrickt, dass er am besten lernt, wenn die Emotionen im Spiel sind. Ja, deswegen greife ich das gerade nochmal auf. Wie lernt man am schnellsten? Ich weiß jetzt zum Beispiel, öffne niemals in Gegenwart einer Affenbande deine Keksdose. Also, wir waren Mensch genug, dass uns das beiden nicht selber passiert ist, aber jemand in unserer Reisegruppe hat das leichtsinnigerweise gemacht. Und das war ein eindrückliches Erlebnis, was dann passiert ist. Das wollen Sie gar nicht wissen. Ja? Von daher, das vergisst man niemals, wenn Sie sowas erlebt haben. Ob jetzt aber ein Schallfeld optimal eingeschaltet wird oder nicht, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, versuchen Sie das mal einem BWLer zu erklären, der dieses Schallfeld nur als Kostenfaktor sieht. Ist nicht emotionalisiert, wird der wahrscheinlich auch erst als real nehmen, wenn ihm emotional irgendetwas begegnet, wodurch ein Unfall er in irgendeiner Art und Weise tangiert ist. Ist leider so, möchte ich nochmal zum Nachdenken anregen, ob grundsätzlich auch in der Sichtweise für der ZFP, ob wir da im Image etwas tun müssen, damit die ZFP nicht immer so randständig dasteht. Gut, anderes Thema. Als ich 2007 in die BAM kam, da war ich eigentlich noch reiner Wirbelstromer und habe mich selber gewundert, warum haben die mich genommen, eine Ultraschallgruppe zu leiten. Hatte ich doch von Ultraschall eigentlich gar nicht so viel Ahnung. Und ich musste feststellen, okay, AVG ist ja ein toller Ansatz, damit man was Messbares hat, aber aus meiner Sicht doch auch anfällig. Ja, Orientierung, die Beschaffenheit der Rissflanken und so weiter. Also es gibt viele anfällige Methoden, sodass es aus meiner Sicht eigentlich klar war, die Reise muss eigentlich zur bildgebenden Ultraschall gehen, mehr Informationen aus dem Prüfteil herausziehen, damit die Unsicherheitsfaktoren minimiert werden können. Und ich möchte jetzt kurz an ein paar Beispielen ein hardwaremäßiges Ergebnis präsentieren, wo wir im Bereich der Kunststofftechnik und der Faserverbundwerkstoffe so eine Technik einsetzen. Vielleicht an der Stelle noch, hier in der Luftfahrt, typische Schadensfälle, haben wir hier Impact-Schäden, das können Hagelschäden sein, das können Tool-Drops sein, aber hier wie in dem Fall eben auch sogenannte Bird-Strikes. Und da ist das nicht einfach, solche Defekte zu finden, zumal solche Impacts auf der Einschlagseite oftmals gar nicht sichtbar sind bei CFK. Ist anders wie bei metallischen Strukturen, die schön duktil sind. Da sehen Sie sofort, da ist eine Delle, da ist irgendwas passiert. Bei CFK muss das gar nicht der Fall sein. Das heißt, Sie sehen von außen nichts, aber auf der Rückseite, aufgrund der Schub- und Scherkräfte, die bei so einem Impact auftreten, kann das auf einmal dann so aussehen. Und da sehen Sie den Schaden sofort. Da CFK aber rabenschwarz ist, können Sie nicht durchgucken. Das heißt, Sie brauchen ZFP ganz dringend, um so ein Bauteil dann inspizieren zu können. So, und hier mal ein Beispiel mit dem Gecko-Gerät. Als
ein Kanalgerät degradiert, einfach in der Tauchtechnik. Und da sehen Sie sehr schön hier die Delaminationen und können die Schadensfläche sehr gut bestimmen. Aber wie gesagt, das ist Einkanaltechnik, nur aus einer Richtung abgerastert. Sie können sich nie ganz sicher sein, ob da nicht noch mehr Information aus dem Defekt herauszukitzeln ist, die dann auch Einfluss auf die Schadensgröße haben. Vielleicht an der Stelle noch ein kurzer Schwank. 2007 kam ich also in die BAM und habe dann auch 2008 haben wir angefangen, auch hier mit Herrn Deutsch eine Kooperation auf dem Gebiet Phased Array zu starten. Und die BAM hatte ja auch ein weit entwickeltes Phased Array-Gerät, sogenannte Kompassgerät, was aber eben ein Forschungsgerät war. Offene Schnittstellen, da träumt der Wissenschaftler von. Das, was er bei den meisten Zulieferern nie bekommt, dass alles freigegeben ist und im Forschungsdrang keine Grenzen gesetzt sind, hatten wir probiert, dieses Gerät auch über einen neuen Linux-Treiber industrietauglich zu machen. Da muss ich zugeben, die Entwicklungen gingen sehr schleppend, sodass wir da eigentlich nicht richtig zum Ziel gekommen sind. Umso lustiger ist es, seitdem ich in Stuttgart bin und kamen die Mitarbeiter immer zu mir und haben gesagt, Herr Kreuzburg, können wir nicht mal ein anderes Phased Array-Gerät beschaffen, was leichter zu bedienen ist und was nicht so oft abstürzt. Ja. Und da haben wir den Markt gescreent und das war eben die Zeit, wo TFM schon in aller Munde war, aber M2M war der erste Hersteller, der das hardwaremäßig in sein Gerät integriert hatte. Das heißt, sie mussten gar nicht mehr rechnen viel am Computer, sondern mit einem Knopfdruck haben sie das Bild direkt auf dem Bildschirm. Das heißt, direkte Ultraschall-Bildgebung, eine ganz neue Sache. Und aus meinem Blickwinkel auch die Zukunft. So, kommen wir nochmal zurück. Also der Clou an der Sache war, das Gerät ging nicht von mir zur Firma Deutsch, sondern Herr Deutsch konnte dann die Lieferrichtung umdrehen und hat mir mal ein ordentliches Phased Array-Gerät hingestellt. Herzlichen Dank auch dafür nochmal. So, was kann man damit alles machen? Also in CFK können viele Fehler auftauchen. Insbesondere Zwischenfaserbrüche sind sehr gefährlich, weil wenn die an die nächste Lage kommen, dann münden die in Delaminationen und das ist aus bruchmechanischer Sicht immer eine ganz kritische Geschichte. Und solche Delaminationen muss man dann unbedingt finden und Faserbrüche natürlich auch. So, hier mal ein Beispiel, Flügelvorderkante. Das darf ich Ihnen hier zeigen an so einem Modell. Da ist ein PMMA-Block aufgebaut. Der Phased Array-Prüfkopf kann hier an drei Positionen befestigt werden. Eins, hier vorne zwei und direkt auf der Nase vorne auf drei. Und die Frage ist jetzt, wie wertet man das aus? Also die Idee ist hierbei, dass man nur noch eine translatorische Bewegung hat. Man scannt hier einmal schnell drüber und macht hier nur eine elektronische Translation des Prüffeldes und kommt so sehr schnell zu einer kompletten Bewertung des Flügels. So, wie wird das gemacht? Das Problem ist ja, dass wir hier unterschiedlichen Einschallwinkel haben. Das heißt, es wird für jede Elementposition, und es werden hier immer 16 Elemente zu einer Gruppe zusammengeschaltet, durchgefahren und für jede Elementposition wird der optimale Winkel bestimmt, sodass ich hier senkrecht einschalle. Und das sehen wir einmal hier. Das heißt, es wird ein Sektorscan durchgeführt.
in 2 Grad-Schritten. Und dann sieht man, der optimale Winkel, wo ich das Rückwandecho sehe, ist also hier diese Position. Und für diese Elementposition merke ich mir einfach diesen Winkel. Hier sieht man eine andere Elementposition und da taucht das Rückwandecho auch an einer anderen Stelle dann auf. So, wenn ich diese ganzen Winkel dann bestimmt habe, dann kann ich das einprogrammieren. Also hier der optimale Einschallwinkel, wo das Rückwandecho auftaucht als Funktion der Elementnummer. Und jetzt kann ich sozusagen diese Gruppe dann diese 16 Elemente fokussiert einschallen, aber mit dem optimalen Winkel. Und das Schöne an dem Gecko-Gerät ist, ich bin ja jetzt an der Hochschule, da ist man ein bisschen freier. Das heißt, da darf ich so den PR-Faktor doch ein Stückchen höher drehen, als ich das noch in der BAM durfte. Deswegen darf ich hier auch über das Gecko-Gerät sprechen. Also das Schöne daran ist, dass man hier das direkt mit Siva koppeln kann. Das heißt, das, was wir berechnen über das Bauteil, die Einschallwinkel, die Geometrie des Bauteils, kann ich meine Messdaten direkt darauf applizieren. Das ist auch ich würde sagen, Alleinstellungsmerkmal, was eine tolle Sache ist, weil ich dann nicht nochmal alles von vorne modulieren muss, um das bauteilgetreu darzustellen. Gut, wenn man das jetzt hier fokussiert, dann kann man das darstellen. Da sehen Sie hier eine Querbohrung, wo Sie hier das Fehlersignal sehen. Also hier oben ist das Eingangsecho, hier unten dann das Rückwandecho. Das ist jetzt ein 3 mm CFK-Laminat, 0,90 plus minus 45. Und hier sehen Sie auch nochmal die Querbohrung hier. So, das ist ein Beispiel. Das andere Beispiel gehe ich ganz schnell durch. Dicke Laminate, ganz schwieriges Thema. Ja, durch wie viel CFK komme ich überhaupt durch? Und die Bauteile werden immer mehr, insbesondere Windkraft, aber auch Luftfahrt haben wir auch sehr oft dicke Laminate, Holme beispielsweise. Und da ist unser Problem, dass wir anisotropen Werkstoff haben. Das heißt, die Schallausbreitungsgeschwindigkeiten sind in die unterschiedlichen Richtungen nicht gleich. Und da wird es natürlich für die Bildgebung sehr schwierig, weil Saft, TFM, all diese Methoden basieren darauf, dass ich homogene Schallgeschwindigkeitsverteilungen habe. Und das ist bei CFK eigentlich nur gegeben, wenn Sie UD-Laminate haben, also alle Fasern in einer Richtung und sie senkrecht dazu prüfen. Ja, hier mal 20 mm Materialdicke und das hatten wir eben schon bei Herrn Reue gesehen. Also ein Element schießt, alle anderen Elemente messen. Und es funktioniert eben nur gut, wenn die Schallgeschwindigkeit hier überall homogen ist. Und das bedeutet quasi isotrop, haben wir nur den Fall, wenn die Fasern wirklich hier senkrecht zum Prüfkopf stehen. Und das sehen Sie hier in dem Fall. Rückwandecho hier etwa bei 20 mm. Eingangsecho hier oben. Sie sehen eine ganze Anzahl von kleinen Reflektoren. Das sind kleine Poren im UD-Laminat. Können Sie gar nicht verhindern bei der Herstellung, dass Sie auch sehr kleine Poren damit drin haben. Und wenn Sie das jetzt nur ein bisschen drehen, kriegen Sie gleich eine Änderung. Hier mal, wenn Sie das um 90 Grad drehen, da sehen Sie, das Rückwandecho spaltet sich auf. Da sehen Sie schon die sehr starke Anisotropie und wie die ganze Rekonstruktion bei TFM dann nicht mehr gut funktioniert. Hier das auch mal als Funktion der Amplitude des Rückwandecho als Funktion des Winkels. Ja, also bei 90 Grad. Hier senkrechte Einschallung, haben Sie ein quasi isotropes Medium, da funktioniert das gut. Im anderen Fall müssen Sie rechnen. Also dann wird es dann komplizierter. Prinzipiell geht das auch, aber es wird dann sehr, sehr aufwendig und Sie müssen Ihren Werkstoff vorher gut charakterisieren. Ja, hier nochmal mit dem TFM-Prüfkopf gemessen.
mehrere Querbohrungen und Flachbodenbohrungen, 2 bis 6 Millimeter. Und hier sehen wir die Flachbodenbohrung, hier 2 mm, die Anzeige 4 mm, 6 mm, was man schön sieht. Obwohl wir hier 118 Grad hatten, also nicht wirklich eine Flachbodenbohrung, werden die relativ gut dargestellt, weil wir eben aus unterschiedlichen Richtungen einschallen. Ja, das heißt, solche Dinge wie jetzt via Reggio, das könnte in dieser Form dann nicht mehr passieren, weil sie die unterschiedlichen Richtungen auch gleichgewichtet zurückbekommen. Gut, auch hier die Querbohrung sieht man gut. Letzter kurzer Teil. Wir benutzen natürlich die Technologie auch für die Integration in Produktionsumgebungen, insbesondere in der Kunststofftechnik. Da gibt es Extruder, Spritzgießmaschinen, Kompoundierung und all diese Sachen, wo Sie Phaseorientierung bestimmen müssen. Also auch sehr viele ZFP-Aufgaben, aber insbesondere auch sehr spannend, die ZFP in diese Geräte direkt zu integrieren. Und ein Ansatz dabei ist hier beim Spritzgießen, dass man die Temperaturverteilung der Schmelze kennt, weil die ist ganz maßgeblich dafür, wie der Kunststoff nachher kristallisiert und wie dann auch Phaseorientierung bei verstärkten Kunststoffen auftreten werden. Und hier mal ein Beispiel, wie man TFM dann auch einsetzen kann. Hier wird der Kunststoff mal aufgeheizt in 3 Zonen und die Schallgeschwindigkeit ist natürlich eine Funktion der Temperatur hier für dieses, für diesen PMMA. Und da sieht man sehr schön hier das Bauteil, unterschiedliche Temperaturen in den unterschiedlichen Bereichen. Und wir haben jetzt derzeit gerade Projekte laufen, wo wir auch mittels TFM zurückrechnen über die Verzögerungszeiten, weil die Schallgeschwindigkeiten sind jetzt hier nicht mehr homogen, aber kann man dann invers zurückrechnen und den einzelnen Segmenten Schallgeschwindigkeiten zuordnen. So, Herr Hück wird schon ganz unruhig, dann komme ich zum Ende. War auch genau zeitlich gut abgepasst. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kurzen Eindruck geben. Und wenn Sie Fragen haben, vielleicht dann später. Ja. Herzlichen Dank. Ja.